Hallo und herzlich willkommen bei Bass Tuning. Wir werden dieses Jahr mal mit diesem Projekt hier anfangen. Ihr denkt euch jetzt, okay, Golf 2, was will er jetzt damit? Tatsächlich geht es um die Halle. Es sieht fürchterlich aus. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, dass ihr sagt, okay, hey, ich könnte es noch gebrauchen, ich behalte es einfach. Weiß ich nicht, wie es ist, schreibt es mal in die Kommentare oder ob ihr sofort alles wegschmeißt. Bei mir ist das Ganze allerdings ein bisschen, ja, schiefgegangen. Würde ich jetzt fast nicht sagen. Auf jeden Fall wird es echt mal Zeit, dass ich mich hier drin bewegen kann. Leider hat sich noch niemand für die Deku Golf 2 Hälfte gemeldet. Genauso wenig wie für Vorder- oder Hinterachse vom 1.3er NZ Golf 2. Die liegen immer noch da, brauchen einen Haufen Platz. Das Schlimmste daran ist, dass ich mit meinem Vorhaben nicht starten kann, weil die Bühne nicht frei ist. Ich habe ursprünglich gedacht, dass wir das zum Jahresanfang regeln, dass die Bühne frei ist, aber leider nicht. Deswegen würde ich sagen, fangen wir an, endlich aufzuräumen, auszumisten. Aufräumen nicht alles findet. Schade, dass das keine schwarze Blende mit Schiebedach wäre. Die wäre Goldstaub gewesen. Die jetzt nicht so, ist aber auch nicht so schlecht. Er hat das Schiebedach. Da ist jetzt aktuell noch eine helle Blende drin. Aber ich sage euch ganz ehrlich, eine dunkle, also eine schwarze Blende mit Schiebedach zu finden, das ist mittlerweile schon relativ schwierig. Und wenn, dann wollen die Leute natürlich auch ein Heidengeld dafür haben. Da ist jetzt aktuell noch die helle drin. Falls jemand eine haben sollte, schreibt mir gerne. Würde mich natürlich freuen, wenn die nicht allzu teuer wäre, aber die kommt dann vorher. Jetzt geht es weiter mit hier hinten, dass ich hier mal durch. Da müssten irgendwo noch schwarze ABC-Säulen liegen. Die Lederausstattung vom VR natürlich. Ein Schiebedach, ein Dachel ohne Schiebedach. Ach, der war im Schlachter, ja. Ja, da mal klar Schiff machen. Tank, V6-Motor liegt auch noch da. Ja, da kämpfen wir uns mal hier durch. Das soll eigentlich die Heckklappe für den VR6 werden. Die muss aber noch gecleant werden bzw. Scheibenwischer entfernt werden. Also dass ich noch so viele von den Plastikteilen behalten habe, vom Variant. Das sind ja auch die hellen, die will ja kein Mensch haben. Die hatte ich auch schon mal inseriert. Aber ich glaube fast, dass die keiner haben wollte. Hier müsste ein Banner drin sein, glaube ich. Hier haben wir eine Pumpe vom Luftfahrwerk inklusive Steuerung. Lederausstattung liegt hier auch noch rum. Was haben wir hier? Das ist die Dachleiste oben. Kann weg. Das Problem ist, ich brauche natürlich für die Fahrerkabine brauche ich natürlich alle Plastikteile, ist klar. Weil bei denen ist dann nicht so schlimm, wenn man die zerschneiden muss, anpassen muss wegen irgendeiner Ecke oder sowas. Wenn ich dafür jetzt irgendwelche Golf 3 wirklich so zum Beispiel schwarze hernehmen würde, die zerschneidet man in der Regel nicht mehr. Weil es nicht mehr so oft gibt. Die schwarzen waren eh nur im Color-Konzept verbaut. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Augenblick. Das ist der Wahnsinn, was ich da habe, Alter. Das ist der Wahnsinn. Fikrolo in hell. Mhm. Schade, dass er so lange steht. Der hat beim, als ich noch so viele Fehler hatte beim VR6, hat der mal ein bisschen als Teilespender gedient. Jetzt haben wir hier zum Beispiel den Kurbelwellensensor. Der Kollege muss so ein bisschen leiden. Aber hilft nichts. Ich habe jetzt gerade die Platten hier vor. Das muss man klein machen, dass man es wegfahren kann. Die standen ursprünglich die ganze Zeit vor meinem Schrank. Jetzt ist aber der Punkt. Ich würde gerne mal wieder wissen, was alles in dem Schrank drin ist. Also Antriebswellen, glaube ich, vom Variant. Scheinwerfer. Oben ist noch ein 2-Rippengrill. Dahinter noch ein normaler Original-Stiegnummer 3-Rippengrill. So, was haben wir hier? Das sind die Dichtungen vom Variant. Scheinwerfer. Fensterheber, das müssten glaube ich die hinteren Scheiben sein. Antriebswellen. Ja. Hätte mal ein bisschen Platz. Was ist das hier? Eine Hupe, okay. Ja, haben wir wieder ein bisschen Platz.
wusste gar nicht, dass der so leer ist. So, Schrank ist wieder voll mit Sachen, die man tatsächlich brauchen kann. Passt. Wieder ein bisschen mehr Platz. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Schrank voll ist, aber dem war nicht so. Naja gut, ist ja nicht so wild. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Stärkung, ein bisschen was zu essen. Wenn euch das so gefällt mit diesem Vlog-artigen und so, können wir das auch gerne mal öfter machen. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Ansonsten dreht er sich schon. Also man muss halt essenstechnisch auch echt sagen, das ist jetzt nicht die Creme de la Creme. Aber ich sag euch ehrlich, in der Halle mal was Warmes essen ist auch angenehm. Die kompletten Schuhe ruiniert. Hier sieht das Ganze jetzt so aus. Hier hinten ist einigermaßen frei. Ich habe jetzt die Golf 2 Achsen das Gewinde fahrwerk demontiert, weil ich das für ein anderes Fahrzeug brauche, um den dabei draufzustellen auf das Fahrwerk. Achsen liegen jetzt mal hier, sind für 40 Euro inseriert oder so. Ansonsten gebe ich sie im Schrott mit, wenn er kommt natürlich. Genauso wie die Karosserie. Die Palette muss ich noch zurückgeben, die ist eigentlich geliehen. Das ist die, wo damals der VR6 geliefert worden ist. Der stand ja komplett ohne Achsen, nur auf der Palette. Andererseits habe ich aber ein Teilepaket gekauft und das ist, glaube ich, relativ interessant, weil den Preis habe ich wieder drinnen, bereits mit einem Teil und es ist noch ein Haufen Zeug da. Ich werde euch daheim auch mal, ich habe einige Teile zu Hause und werde euch dann mal zeigen, was das alles ist. Und ich habe aber auch noch was im Auto, was in Zukunft die Arbeit dann doch etwas erleichtern könnte. Übrigens hier Bayerischer Wald, ne? Ja, auf jeden Fall, was ich mir mitgenommen habe für die Werkstatt von diesem Teilepaket. By the way, das ist Cabrio, ne? Also darunter ist zu erkennen, dass da ein Cabrio steht. Irgendwo. Wirklich der Wahnsinn, was vor 2 Tagen geschneit hat, heute hat es wieder einiges getaut. Es ist der Wahnsinn. Ist eine Motorbrücke. Die war mit dabei, die habe ich mir gedacht, nehme ich mit in die Halle, weil sowas kann man ja immer mal wieder brauchen. Gerade so eine Brücke mit Bühne und so macht halt dann schon Sinn. Hier sind halt diese ganzen Adapter. Ich trage es jetzt schnell rein und dann schauen wir es uns kurz an. Soweit vollständig, wie ich gesehen habe. Das ist praktisch das andere Teil, was hier am Ende hinkommt. Und diese harten Fußketten. Ansonsten könnten wir aber auch die Ketten nehmen, die hier dran sind. Es ist natürlich auch ein bisschen Müll zusammengekommen. Das ist aber noch nicht alles. Da wird noch einiges dazukommen. Wir werden jetzt zu mir nach Hause fahren. Ich werde euch das Teilepaket zeigen und eventuell werden wir mal einen zweiten Teil davon machen. Wenn wir wirklich mal alles ausräumen. Die ganzen Teile, die man nicht braucht, inseriert und sonstiges. Da ist schon einiges da. Das wäre natürlich noch der nächste Punkt. Hier haben wir noch einen nagelneuen Schlossträger von Classic Parts. Das sind alles Teile für den VR und sonstiges. Hier liegt halt doch noch einiges rum. Vieles davon braucht man noch natürlich für Projekte, zum Beispiel für den Golf 2. Liegt hier hinten drin, im Variant liegt der Teppich drin, der schwarze. Das ist jetzt vom Golf 3 hier das Teil. Aber da ist schon einiges dabei. Und dann würde ich sagen, fahren wir zu mir. Ich zeige euch das Teilepaket und verrate euch natürlich auch, was ich dafür bezahlt habe. So, endlich daheim. Jetzt zeige ich euch mal kurz die Teile für oben. Also was unten, aber die meisten, die Schätze sind unten. Das muss man fairerweise schon sagen. Jetzt wird man nichts sehen. Hallo. 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 Also wir haben hier noch einen S38L Dachhimmel. Allerdings schon abgezogen. Folienreste sind auch mit dabei gewesen. Das heißt, wir haben hier so ein dunkles, richtig dunkles, aber metallic grau. Müsste 3 Meter oder sowas sein. Ja, Hantelbank ist im Moment in extremer Benutzung, abgesehen davon. Dann noch ein paar Kleinteile, Lautsprecher für A38L bzw. also vorne und hinten für Golf 4, bisschen Werkzeug dabei gewesen. Ein paar A38L Plastikteile noch und hier ist so ein bisschen Cringe-Kramsch drin und fast neuer K&N-Filter. So an sich hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Kraftstoffpumpe auch noch drin, aber da steht zumindest nichts drauf. Ich schätze mal RS4B5 oder so. So, dann schauen wir noch schnell runter. Was machen Sie? Nichts. Frau spielt Switch. Ja.
Frau wohnt seit neuestem bei mir. Hallo! Was sagst du zu meiner Teilesammlung? Ja, also ich meine, ich sag mal so, mein Umzug hat weniger Chaos verursacht als die Teile, die er immer hier rum hat. Läuft einfach bei uns. Da schon, haben wir es gehört. Licht anlassen oder aus? An. Gut. So, jetzt gehen wir noch schnell runter. Zeige ich unten die Teile. Die sind natürlich ein bisschen spezieller. Der Punkt ist nämlich der, wieso kaufe ich immer so Teilepakete? Erstens sind die Teilepakete immer relativ günstig. Dafür muss ich aber auch ein bisschen Müll mitnehmen. Andererseits ist aber auch so, dass teilweise die Teile schon ein bisschen länger brauchen, bis sie jemand kauft. So, jetzt ist hier natürlich noch Umzugschaos. Ein paar Teile sind vom letzten Teile-Ding noch da. Also dabei unter anderem war diese Antriebswelle, die müsste von einem Bus sein, glaube ich, jetzt nichts Besonderes. Dann haben wir hier 4 Alkodämpfer, nagelneu. Der RS4B5 Scheinwerfer, der ist noch da gewesen vom letzten Teilding. RS4B5 Hinterachsfedern haben wir hier, 2 neue. Dann Bremse komplett vorne für T5, T6. Hier müsste noch so ein kleiner Schlauch drin sein vom RS4B5. Kostet 30 Euro oder so bei VW Audi neu. So, und dann kommen wir zu dem, worauf ich am meisten gefreut habe. 2 komplett überholte und gepulverte Porsche Bremssättel bzw. Brembo Bremssättel. Müsste, glaube ich, Hinterachse Cayenne sein, wenn ich mich nicht irre. So dieser typisch bezeichnete Bananensattel. Den kann man zum Beispiel Golf 7, Golf 8 auf den... Exakt den Sattel hatte ich tatsächlich auf der Hinterachse bei meinem Golf 8 montiert. Das ist der Sattel. Also die Bauform. Dazu gibt es noch nagelneue Belege. Ja, hier sind noch Hoodies drin, die nicht bedruckt sind. Eine Golf 4 Recaro Sitzschiene, komplett in neu. Also diese Umzugskartons. Und zwar eine unbeschädigte braune Golf 1 Hutablage. Genau, dieser A6 Spoiler war noch dabei. Nagelneu. Was ist denn das für ein Hersteller? Huch, das war knapp. CSR, nagelneu, kostet auch neu 70 Euro oder so. Der war noch mit dabei. Ja. Ja, genau. Warum ich immer solche Pakete kaufe, ist natürlich ein ganz simpler Grund an sich. Und zwar ist es so, dass diese Teilepakete immer relativ günstig ist, muss dafür immer relativ viel Müll mitnehmen. Deswegen kaufe ich die eigentlich immer, entsorge dann den Müll direkt und habe dann die guten Teile da. Leider ist es so, dass bei eBay Kleinanzeigen ist nicht mehr ganz so wie früher. Da sind viele Idioten mittlerweile und auch unterwegs, muss man fast sagen, die Sachen halt einfach geschenkt haben wollen. Aber genau, ja. Nachteil natürlich an dem Ganzen, die Teile brauchen immer so ein bisschen, so Porsche Bremssättel neu überholt oder sonstiges. Da sind so ein paar spezielle Teile auch oftmals dabei, die brauchen einfach ein bisschen, wie zum Beispiel eine Atheon-Heckklappe, die steht noch bei mir in der Garage. Das letzte Teilepaket konnte man tatsächlich sehen bei Inside Bars Tuning Folge 1, was ich da gekauft habe. Ja, diesmal habe ich wieder ein neues gekauft. Ja. Hat sich aber für mich schon gelohnt, weil es waren noch RS6 4G Gewindefedern dabei vom KW. Die habe ich schon veräußert und damit habe ich meinen Kaufpreis auch drin. Ich habe sage und schreibe für die Teile 300 Euro bezahlt. So, von der Sonne, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Tag oder Nacht, wann immer das Video seht. Ich habe mir jetzt ein bisschen beeilt, dass ich das Video noch heute hochladen kann. Eigentlich kommt ja immer samstags um 17 Uhr ein Video, wird heute ein bisschen später, gerade auch internettechnisch. Und dann sehen wir uns entweder im nächsten Video oder natürlich auch gerne sonntags 19 Uhr im Livestream. Würde mich auch mal freuen. Schaut gerne vorbei. Ist natürlich kostenlos, ist eh klar. Und dann hören wir uns. Alles klar. Bis dahin. Tut mir leid, dass jetzt so lange nichts gekommen ist. Ich versuche auf jeden Fall dran zu bleiben und häufiger hochzuladen für dieses Jahr. Würde mich natürlich freuen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, das Video mit dem Aufräumen, das habe ich tatsächlich kurz nach Neujahr gestartet. Also es ist schon ein bisschen her. Ich habe jetzt tatsächlich allein für das Video 4 Wochen gebraucht. Ja, es ist schwierig. Im Moment geht projektetechnisch auch nichts wirklich voran. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig. VW6 steht auch, Bühne ist blockiert. Aber da kümmern wir uns die nächsten Videos drum. Ich habe auf jeden Fall Lust. Dann lasst es euch gut gehen. Bis dann.